bei einem kleinen Boxenstopp hier am Straßenrand versorgen wir uns noch mit was zum Abendessen. Die Zugfahrt zum Camping Agora ist spektakulär. Wie eigentlich alle Zugfahrten zu Campingplätzen. Campingplätze, ja. Auf der Fahrt zur Comanfähre haben wir diesen tollen Campingplatz hier gefunden. Es nennt sich Agora Farmhouse. Ist auch ein Restaurant hinten und ein Campingplatz. Ein sehr kleiner mit einem ganz tollen Platz hier direkt am See. Und als leichtes Mittagessen gibt's das leckere Gemüse, was wir eben gekauft haben. Tomate, Paprika, Gurke. Da machen wir einen Salat und ein Brot gibt's dazu. Das reicht. Ja. Heute Abend gibt's ja lecker Fisch. Das Camperleben ist doch richtig schön. Ja, ist fast wie im Urlaub hier. Ja. Richtig toll im Agora Farmhouse ist eine ganz tolle Location, wo wir jetzt auch leckeren Fisch essen werden. Nebenher tun wir noch ein Video hochladen. Gerade online. Gut, und hier kann man richtig toll sitzen. Und hier ist das richtig tolle Restaurant. Für mich geht's schon mal los. Griechischer Salat,
für Iris Grillgemüse und für mich Fleisch. Ja, und für mich gibt es jetzt leckeren Fisch. Sieht gut aus. Mhm. Reichlich gedeckter Tisch. Ja. Und die Bedienung hat gemeint, ihr solltet morgen zeitig los. Die Straße sei sehr schlecht. Die war jetzt bis hierher okay, aber sie würde schlechter werden. Mhm. Man solle zeitig los. Das heißt, um 7 Uhr geht's los für uns morgen früh. Aber wir haben einfach gesagt, wir frühstücken halt an der Fähre, wenn wir dort sind. Boah, der ist richtig lecker. Magst du mal probieren? Mhm. Direkt aus dem See. Der ist echt lecker. Statt Zitrone drauf. Ja. Halt. Mhm. Gell? Mag man das, der ganz frisch ist. Mhm. Guten Morgen. Heute ist noch sehr früh am Morgen, denn heute geht unsere Fähre. Ja, leider gab es kein Cappuccino mehr, der hat eine super Cappuccino-Maschine. Jetzt bringen wir Milch, weil das fehlt. Da gibt es Cappuccino. Okay, so for you one Cappuccino. Barista. Ja. Barista. 20 years. Ja.
Thank you, you made my day. Doppelter Espresso, bisschen stark, aber gut. Also die sind auch hier sehr hilfsbereit beim Einparken. Es ist doch ziemlich eng und dann machen die das schnell, die Jungs. Die kennen sich doch hier ratzfatz aus. More. Enough. Thank you. Aber bei uns ist es ganz knapp. Hier sind die Motorräder hier. Warum heißt der Ort so? Haben die da früher ihre Kranken nicht transportiert? Da kann man rauf. Wie der Mann auch sagt, mittendrin statt nur. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I take care.
und nach der sehr spannenden Fährfahrt, also kann man wirklich empfehlen, ist ein Erlebnis. Allein das Drauffahren, Runterfahren und das ganze Treiben dort war alles sehr interessant. Wir fahren jetzt weiter ins Valbonatal. Das ist eine gute Stunde von der Comanfähre, von dem Endpunkt aus. Und da sind wir dann exakt 2 Kilometer weiter weg wie vom Zeth-Tal, wo wir vor 2 Tagen losgefahren sind. Und da fahren wir uns jetzt hin und freuen uns auf das nächste Bergtal. Auf dem Weg nach Valbona sind wir hier in Bashram Kur angekommen. Wir haben gedacht, wir schauen uns hier mal so ein bisschen ein abgelegenes Dorf an. Ja. Außerdem hätten wir gerne ein bisschen Brot für heute Abend. Yes, hello. Hello. I have the tea, right? Sollen wir ein paar Tomaten mitnehmen, vielleicht von denen? Mhm. Ja, da, hier, da. Ja, ganz tolle Lädle da, ne, gell? Mhm. Mhm. Ja, ich höre, ich habe die Pferde, die ich mir in den Bruch. Er macht nur richtige Töpfe. Ja, nicht die Pferde. Ja, Matrona hat das, hat einen Schuh, hat einen Rehm. Wir sind hier gut im Valbonatal angekommen. Hervorragende Straße, gell? Ja, das ging eigentlich jetzt zum Herfahren. Wir sind jetzt auch hier bis zum ganz zum Ende gefahren. Weiter geht's nicht. Und hier gibt es einen großen Parkplatz, da stehen wir jetzt und werden uns jetzt mal ein bisschen auf eine Tour begeben. Bei Komoot gab es leider nur eine Wanderung, die geht das Tal hintere. Ich habe die für uns etwas zurechtgestutzt. Jetzt geht sie bis zu dem Kaffee. Da hinten im Tal, aber wir laufen jetzt mal dahinter. Vermutlich läuft man das meiste Zeit in dem tollen Flussbett hier im Valbonatal.
Und wie man auch hier an der Tafel sieht, ist das eine sehr beliebte Wanderung. Und geht von hier bis ins Theth-Tal. Also einen Tag rüberlaufen, dort übernachten, nächster Tag wieder zurück. Und hier auf der Karte sieht man es noch mal genauer. Ganz oben rechts, da beginnen wir. Und ganz wichtig, ja, genau. Und wir wollen jetzt bis hier vorlaufen. Und das sind die wichtigsten Schilder für uns. Da gibt es einen Kaffee. Ja. Und wer möchte, kann hier dann weiterlaufen. Hier über den Berg, 1800 Höhenmeter. Und dann geht es hier runter wieder nach Theth. Mhm. Und gestern sind wir hier gestanden. Ja. Ungefähr hier. Irgendwo da oben entlang gehe. Aber das ist selber berechnet von Komoot. Mhm. Von dem her probieren wir mal, wie weit wir noch kommen. Ja. Das ist der Weg. Da war vielleicht mal ein Weg, den hat jetzt Komoot nochmal zum Wandern. Aber es funktioniert nicht, aber schön ist da oben. Ja, schön. Ich will einen Schwenk machen. Mhm, hab ich schon. Yeah. Gibt Lemon Soda. Also bitter Lemon. Es tut jetzt gut. Und für mich gibt es heute tatsächlich mal ein Bier. Super. Und jetzt fängt es an zu regnen. Und wir haben natürlich überhaupt nichts dabei, weil man geht ja nicht von Regen aus, aber da zieht es rein. Das ist jetzt dumm gelaufen, dass man wandern geht in die Berge und nichts dabei hat. Wenigstens eine Regenjacke wäre jetzt ganz praktisch. Jetzt sind wir ja gerade richtig am Kaffee und kommen, wenn es regnet. Ja, wir durften uns aber hier rein verkriechen und warte jetzt mal kurz, das hört sich ja gleich wieder auf. Es hat aufgehört zu regnen. Wir haben jetzt eine schöne Rast gemacht, habe auch noch zwei Deutsche kennengelernt. Und jetzt ist die Sonne wieder da und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Wir müssen nämlich noch einen Stellplatz suchen. Ja. Bald haben wir es geschafft. Ja, und kaum sitzen wir wieder im Auto, fängt es wieder an zu regnen, haben wir wieder Glück gehabt. Aber jetzt haben wir so einen ganz kleinen Campingplatz gefunden über Park for Night und den fahren wir jetzt an. Das soll eine schöne Wiese sein. Hoffen wir, vor zwei Wochen hat einer geschrieben, dass da zwei Wälder rumspringen. Ja. Und dann habe ich sofort die Iris dafür gewonnen. Und so stehen wir hier mittel im Garten mit Bergpanorama
Hier drüben, also überm Berg, ist übrigens Montenegro. Das hat unser Gastgeber uns gesagt. Und unsere zwei Purzels, die rennen halt hier auch rum. Gell? Komm. Ja, komm schnell. Ja, und viele Albaner, die bieten einfach ihren Garten an zum Camping, so wie auch hier. Wir stehen jetzt bei denen mittel im Garten, die zwei Welpen turnen um uns rum. Und ja, das Wetter ist jetzt ein klein wenig schlechter heute geworden. Es hat jetzt auch ein bisschen geregnet. Und wir machen es uns jetzt hier erstmal gemütlich. Der Uwe ist schon in der Dusche. So. Und dann kochen wir uns noch was Schönes. Und da sind unsere zwei neue Freunde. Es gibt heute mal was Selbstgekochtes. Wir machen einen Salat und wir haben uns so Cevapcici oder so Würstchen haben wir uns geholt. Mhm. Und es gibt noch Kartoffeln dazu. Ja, das wird nachher alles noch ein bisschen, auch die Kartoffeln, mit in der Pfanne anbraten. Mhm. Weil uns war mal wieder nach selber kochen, das haben wir bisher noch nie gemacht. Ich bin nur mal gespannt, wie viel Würste wir tatsächlich selber essen oder wie viel wir den zwei Hundis geben, wenn die das nachher riechen. Mhm. Deswegen grillen wir auch nicht draußen, nicht wegen dem Regen. Wir hätten ja die Markise als Vordach. Ja. Aber wir hätten Angst, dass die Hunde uns das aus dem Grill rausfressen. Weil die sind noch klein und die haben noch keine Erziehung. Ja, genau. Aber jetzt legen wir mal die Würstchen rein. Ja. Die Cevapcici. Mhm. Und die Cevapcici, die sehen auch schon immer besser aus. Der Salat ist auch schon fertig. Dann legen wir mal los. Jetzt schon mal Zängle nehmen können. Okay. Meine Küchenpinzette. Zwei lange erstmal. Ja. Jetzt haben wir leider kein Eiweiß. Aber wir nehmen also Barbecue-Sauce. Mhm. Und fertig. Die Balkanplatte. Aber man hat hier irgendwie keine Lust auf Linsenspätzle, Seidewurst zum Essen. Nee. Das passt halt nicht im Urlaub. Gar nicht. So, dann guten Appetit. Und für morgen haben wir gar keinen Plan. Nee. Wir wollten eigentlich ans Meer. Aber jetzt sind wir hier schon in die Berge, dann können wir auch die Berge runter am Meer hoch. Mhm. Eigentlich kupft wie gesprungen. Mhm. Das heißt, wir gucken mal, was die Wetter-App sagt. Ja. Weil es hat ja heute ein bisschen geregnet. Mal schauen. Schauen wir morgen mal aus dem Fenster. Ja, genau. Und wir sehen uns morgen wieder. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame.